Hallöchen, Pupöchen. Warte mal, können wir winken? Ja. Nee, ist nicht winken. Hallöchen, Pupöchen. Willkommen zum Let's Play von Dark Souls 2. So, und wir haben uns durch, keine Ahnung, den Zwischenraum oder wie es heißt. Wie hieß das Zeug hier? Gehen wir nochmal rein, dann kann ich es euch sagen. Warte. Muss ich mir auch erstmal als... Oh ne, dann kommt das erst so spät, weil vorher kam hier nämlich Majula. Die Zwischenwelt, irgendwie so hieß das hier. Und da haben wir uns durchgekloppt und jetzt sind wir in Majula. Und kloppen uns hier mal durch. Da liegt schon ein Item. Also wir werden so eine Art Kampfmagier. Göttlicher Segen. Das ist diese Fiole, die alles heilt. Die haben auch keine Gegner, ne? Oh, hier ist was drin. Was sind wir denn jetzt, Alter? Da hinten steht was oder ist was? Nee. Da sitzt einer. Ja. Have you business with me? The way you're under is all blocked up, you see. By this god awful statue. Heavens above. Thought I'd get an idea to pit it there. I'm in quite the pickle now. Na, wartet. Muss mal eben kurz neu starten, mein Laptop. See that statue? Gives me the willies. You stare at it for long enough, it starts to look alive. Ach, it just doesn't seem quite right. There are no craftsmen around these parts. Hey, darf ich dein Schwert haben? Don't think a real life person was turned to stone, do you? See that statue? Gives me... Hey. Die hier? Na, keine Statue, oder? Toll, wann habe ich aufgehoben? Das ist eine Leiche, Alter. Das ist eine Statue. Oder was meint er? Ach, hier die Statue. Ja. Hau ab, Alter. Freundchen. Ich bin nicht auf dem Sack hier, ey. Alter Birne. Lords Talisman, was war das nochmal? War auch, glaube ich, was fürs Online-Gaming, ne? Data, ja. Genau, dann kann man sich nicht heilen. Haben dann auch noch Tür. Aber da komme ich gar nicht hoch, ne? Hat das Sinn, den rauszuholen? Bam, Alter. Tschüss. Werkzeug des Todes. Aua. Ich glaube, ich habe was Böse gemacht. Kann das sein? Ah ja. Oha! Ja moin! Tschüss!
dafür werde ich keinen Zauber mehr verschwenden hier. Mehr du Affe. Oha, das hat er auch noch überlebt. Nein. Zwei Zauber weg. Siehst du die Gegner hier, du Affe? Alter, die Zauber sind ja richtig gut, ne? Okay. Also, Fässer nicht einfach anrollen, die machen Bumm. Komme ich jetzt hier irgendwie hoch? Muss noch einer sein oben, ich höre ihn. Aber ich sehe ihn nicht. Hier war auch nichts, ne? Dann eine Leiter. Ne, nur die Statue. Okay. Dann gehen wir mal zurück. Also die zweite steinerne Statue, die uns den Weg blockiert. Ich habe noch 9 Schüsse. Kann mich 14 mal heilen. Also es gibt gar kein Estus mehr, sehe ich gerade, ne? Nee. Okay, es gibt jetzt Lebenssteine. Vielleicht auch besser. Dann braucht man nicht immer so oft zurück. Obwohl, das macht ja eigentlich Dark Souls aus, ne? Dass man zurück muss und die Gegner respawnen. Aha. Da liegt auch noch was. Dann kommt man da aus. Da wäre man auch hier durchgekommen, ne? Na komm, wir versuchen es mal. Morgenstern, heilige Klerikerglocke. The fuck? Ja, ein Morgenstern sagt mir schon was. Kann ich mir ihn denn jetzt angucken? Nur hier? Ah, boah, 110. Aber kann ich noch nicht tragen. Weil ich 15 Stärke brauche. Wie viel Stärke habe ich? Das ist meine? 3. Ich habe 3 Stärke? Läuft. Und dann habe ich eine Peitsche. Dafür brauche ich ganz viel Geschicklichkeit. Und eine heilige Klerikerglocke. Die meisten Kleriker erhalten diese Glocke als ihre erste heilige Glocke. Ein Beschleuniger für Wunder und Hexereien. Wenn ihr Wunder einsetzen wollt, müsst ihr eine heilige Glocke ausrüsten und sie und ein Wunder an einem Leuchtfeuer zuweisen. Die Stärke der meisten Wunder hängt vom Willen des Wirkens ab. Des Wirkenden ab. Die Intelligenz des Wirkenden beeinflusst die Stärke der Zauber. Okay, das ist heilen, das ist zaubern. Okay, verstehe. Zum Heilen braucht man ein anderes Item. Das heißt, ich könnte die jetzt eigentlich hier drauf packen. Ah, kann ich nicht benutzen. Dann kann ich es wieder abziehen. Importierte Tunika? Okay. Ja, hau ab mit deinem Fernglas, Alter. Ich erinnere mich noch ans erste Mal. Aber von hier werden wir jetzt bekommen, ne? Oder? Von hier wären wir doch nicht gekommen, Alter. Da steht jemand. Rechts am Baum. Da ist ein Leuchtfeuer links. Von hier wären wir gekommen. Ja, von hier wären wir gekommen. Da oben ist die Höhle.
Und da sind wir runtergedroppt. Okay. Da sitzt auch jemand am Haus. Oder vielleicht ist er tot. Ich weiß es nicht. Wir gehen erstmal zum Leuchtfeuer. Dann haben wir wieder genug Zauber. Gehen wir erstmal zu dem da. Wo ist eine Frau? Gerade noch von gesprochen. He who made Drangleic what it once was. He who peered at the essence of the soul. King Vendrin. Die Smaragdbotin gibt euch die Kraft zum Aufstieg. Okay, können wir uns jetzt hier am Leuchtfeuer aufsteigen, ja? Oder auch nicht? Hä? Hey. Smaragdbotin. Seek those whose names are unutterable. The four endowed with immense souls. Their souls will serve as beacons. Once you have found them, return here to me. Okay, wir sollen also zum König und vier Seelen finden. Okay, sie kann uns aufsteigen lassen. Also können wir nur hier aufsteigen, nicht mehr am Feuer. Alter, wir haben ja gar keine Power. Wir sind wirklich einfach nur intelligent, ne? Das ist Belastung. Nee, das hat nicht, ist nicht mehr gekoppelt. Oh Gott. Oh Gott. Wie viel kriegen wir dazu? 1,5. 30 Leben. Hä? Oh, da gibt es auch ein bisschen Leben. Also Konstitution macht Sinn. Dann, obwohl nur 2 Leben, das ist nicht so viel. Bei Stärke auch. Okay, es gibt zu allem gibt es ein bisschen Leben dazu. Das finde ich gut. Was ist Anpassung? Gift? Resistenzen, okay. Beweglichkeit, Balance. Intelligenz, natürlich Zaubergeschwindigkeit auch. Oh. Guck mal hier. Wir könnten ja jetzt einfach mal... Ich würde Stärke und Dings machen, immer. Damit wir auch mit der Dingswaffe hier mehr Schaden machen. Ja. Okay. Estos Flakon Scherbe. Dann kann man Estos Flakon verstärken. Muss ich jetzt so hier reinmachen? Ja. Einen einzigen? Wenn ich den jetzt trinke, ist er weg. Alter, okay.
So, dann haben wir hier noch einen, aber da oben ist auch was. Da gehen wir mal als erstes hin. Hier noch was. Was ist da der Abgrund? Hier ist nichts mehr. Das ist doch der Typ aus dem ersten Teil, oder? Der hat doch auch so gesessen. Okay, hier gibt es keine Gegner. Wenn es hier normal ist. Solden. And like you, I lost everything. And now I'm here. You probably heard that it was possible to break the curse here. Well, that's not true at all. There's nothing here for you, me, or anybody. You know much about souls. Even I'm not certain, but I'm told the soul is the essence of life itself. After living, sentient life supposedly has one. What we call the curse is visible to the soul. Du bist auch untot? Du siehst nicht untot aus. Ich muss mal eben Nase putzen. In this land with giant souls. And wherever you go from here, you will sooner or later come up against them. Each has a powerful soul and a terrible curse. If that frightens you, then you ought to just give up right now. I have. Ich gebe nie auf, du Lappen. Also es gibt 4 Gebiete von hier aus und 4 Gegner. Kann man die sehen? Wahrscheinlich hier da hinten der Turm. Da hinten die Burg. Das Ding im Wasser, bestimmt. Und irgendwas Unterirdisches, bestimmt wieder. Ja. Wie immer. The journey of an undead is long and treacherous. You will face invaders from other worlds at every turn. Why not proclaim faith in the blue sentinels? When you face danger, the blue sentinels will come to your aid. Is yours if you wish. You need only accept their kind embrace. Der blaue Pfad. Also mir wurde gesagt, eigentlich soll ich keine Eide eingehen, weil das macht das Spiel schwerer. Aus Siegel. Eid geleistet. People are weak, but the blue sentinels watch over us in their benevolence. Let the sentinels cradle you in their embrace. Okay, wir haben jetzt einen Ring bekommen, glaube ich. Eidring für Apostel des Blauen. Blaues Siegel. Dies ist der Ring des Eid des Blauen Pfads. Erhöht die TP leicht. Der Blaue Pfad ist keine vollständige Religion. Er ist ein demütiges Gebet, das sich auf natürliche Weise unter denen verbreitet, die Hilfe suchen. Wenn Apostel des Blauen von dunklen Geistern heimgesucht werden, können sie auf Unterstützung von Meistern anderen Welten hoffen. Also auch wieder ein Online-Ding wahrscheinlich. Do you
Give it some time. Der Typ, hat aber wirklich aufgegeben, ne? Hab ich schon geleistet, sprechen. Just find something there that will be of use on your journey. Okay. Wahrscheinlich da unten dann der Weg, wo wir soeben drin waren. Or you might not come back. Hades Tower of Flame lies beyond the far gate. Ferntor? The Apostles of Bloom gather. But the road leading there. Kathedrale, wahrscheinlich da. The gate is rigged with some contraption. But how it works, I just don't know. Könnte das das mit der Statue sein? Have you seen that pit, that gaping hole in the earth? I don't know what it's like down below, but I wouldn't suggest trying to find out. Okay. Ach, das könnte die Zitadelle sein. Irgendein Loch im Boden. Ja, danke. Der labert aber auch viel. Krass. That have jumped the fissures between worlds. Ah, bestimmt online wieder. The flow of time is convoluted. Things shift and waver, twist and turn. Poignant wishes, dashed dreams, the messages convey our very inner thoughts. If your will to soldier on falters, try moving a message. Somebody out there is sure to listen. You may notice symbols that these are summon signatures. Mein Gott. Der erklärt einem gerade das ganze Spiel, ne? Hab ich da einen Frosch vorne dran hängen, einen kleinen? Tatsächlich. Do you see the way beyond the bonfire? Ah, das hatten wir schon, okay. Ja, ja, danke. Ach, warte mal. Ich hab da oben gar nicht geguckt, ob da noch was ist. Wollte einfach weg. Ein Tode weltweit. Bin ich gestorben? Ah, ich bin ja runtergefallen, ne? Haha. Die Buchstaben sind bis zur Unkenntlichkeit zerschlissen. Okay. Sonst noch was hinter? Ne, ich geht nicht so aus. Ja, ja. Sonst ist hier auch nichts mehr. Da ist die alte wieder. Lebenstein. Who are you? Just help me open this door. I packed my tools in here, seeing it was vacant. But now somebody's gone and locked the door. Das ist verschlossen, mein Freund. Will nichts sagen, ne, aber Fenster?
Ach ja, wir müssen einen Schlüssel finden. Wir haben den Schlüssel, Freunde. Wer hat dem armen Schmied seine Schlüssel geklaut hier? Okay, hier sind noch Gebiete. Und dann gucken wir mal hier als erstes, bevor wir jetzt weiter hier rumlaufen. Da geht's runter, wohin auch immer. Hier geht's hoch, wohin auch immer. Ich vorhin schon von Weitem gesehen, da müsste so ein Tor sein oder sowas. Oder das hier. Helmutknochen, dankeschön. Ligastein. Erstein geben. Ja, ich weiß nicht, wofür das ist. Das mache ich nicht. Also mir wurde gesagt, ich soll ganz dringend aufhören, Eide anzunehmen. Ich habe ja schon den ersten angenommen, einfach. Vielleicht sollte ich das beachten, dass ich es nicht tue. Und jetzt hier hin. Vorrichtung bewegt sich nicht. Okay, das ist die Vorrichtung, die er meinte. Bestimmt. Okay, jetzt bestimmt zum nächsten Gebiet. Retten. Oder vielleicht ist hier auch nur was versteckt wieder. Lass uns mal überraschen. Hier Angst haben. Gibt da bestimmt auch hier wieder so Mimics. Parmesin Parma. Mal essen, das klingt wie Schinken. Parmesin Parma. Sie ist es nicht. Okay. Wo ist das? Was ist Parmesin Parma? Das da? Oh. Können wir den tragen? Dann muss ich jetzt wieder hier gucken, ne? Nee, das war falsch. So. 6 Stärke brauche ich dafür. Mit dem edlen Namen und der raffinierten Färbung wollte der Händler diesen äußerst gewöhnlichen Schild gewiss attraktiver machen. So viel Stärke brauchen wir ja gar nicht. Da ist ein Hebel, da können wir dran ziehen. Hier geht es garantiert zum nächsten Gebiet, hier will ich noch nicht hin, Freunde. Hier will ich noch nicht hin. Ich will auch eigentlich dann erst da, wie der Typ gesagt hat, am Leuchtfeuer den Weg runtergehen. Ins erste Gebiet. Mein Gott, was ein Irrgarten. Wir haben schon 18 Lebenssteine. Ich glaube, mit 10 haben wir gestartet. Das ist doch gut. So, was haben wir hier? Da waren wir drin, ne? Genau. Ach, das dürfte das Loch sein, was er meinte, wofür ich eine Leiter brauche. Guck mal, wie viele Items da liegen. Wir sind schon ein paar mehr versucht, runterzuspringen. Gibt hier wieder diesen Stein, den man runterschmeißen kann? Ich bin einfach eine Katze. Ach, Chanté. What did you want anyway? Ich hab grad schön einen fahren lassen. Gegenstand kaufen. Ringe. Absorbiert TP von jedem besiegten Gegner. Verringert Fallschaden. Oh, Alter, 13.400. Na, den braucht man bestimmt, um ins Loch zu kommen. Von Feinden leichter entdeckt werden. Warum sollte man das wollen? Leichtere Verbindung zu Spielern mit selben Gott? Nein, danke. Macht Stimmen von Gegner hörbar.
Dieser Ring wurde von Roy, dem Erkunder, getragen. Ihr hört die inneren Stimmen der Gegner, die euch umgeben. Dies ist nützlich zum Aufspüren verborgener Feinde und vielleicht auch für ein paar andere Dinge. Legenden berichten, dass in Katzen, wenn sie alt werden, eine Kraft zu brunnen beginnt, durch die sie als etwas Neues wiedergeboren werden. Okay. Achso, da die konnte noch mehr, ne? Warte mal. Stopp, sorry. Ja. Eid widerrufen, Eide. Er sagt mir aber nicht, was der Eid kann, ne? Isn't it wonderful? This place is fascinating. We receive only the most peculiar visitors. Folk like yourself. It's enough to keep even a cat amused. Are you going to see the old ones? Die Alten? Achso, ja, genau. Grows nicer with each passing day. Die will dann nicht nur meine Seelen, Alter. Have you made friends with the man by the sea? He's lost everything. Absolutely everything. The only thing he's good for now is a few tidbits on covenants. Covenants are a type of, well, contract, you might say. You give something to gain something. That's the way humans like it, right? Ach, wohl oder übel. It might be just the thing you need. But what does a cat know? Do you see that oddly formed rock behind here? Ja, hab ich. So they called it Victor Stone, as I recall. If you wish to face greater challenges, speak to Wenn ihr größere Herausforderungen bestehen möchtet. Nein, danke. Und gut, dass ich es nicht gemacht habe. Okay, das ist also ein Eid, wo alles schwerer wird. Das hast du schon mal gesagt. Also halt die Klappe. Kann man das Gerede lauter machen? Komm mal, halt die Klappe jetzt. Option. Vibration, Kameraempfindlichkeit, alles gut. Musiklautstärke ein bisschen leiser. Stimmen ein bisschen lauter. So. Okay. Was seid ihr denn? Heiler! Aua! Hilfe! Ich wollte euch hauen! Geh weg! Okay, ich bin gleich tot. Was seid ihr? Geht weg! Hilfe! Ich werd vom komischen Hamster gejagt. Oha, gleich tot. Oh Gott. Ist das Flacko. Mit euch, Alter. Wegen hier gibt's keine Gegner. Weg mit euch. Na, Schweine? Sieht aus wie Schweine, Alter. Ja, das waren Schweine. Lol. Haben diese Männchen hier irgendwas zu bedeuten? Tschüss.
Nix. Wofür denn so viel gekämpft mit denen? Dafür, dass die nichts hatten. Ah ja. Estos locker Scherbe. Ja, cool. Da kann ich mein Estos Makron direkt aufwerten. Verschlossen. Okay. Aber wir wollten ja nicht mehr in Fässer rollen, einfach. Aber die scheinen normal zu sein. Na du. Hier erstmal da oben gucken. So, da was für mich versteckt. Oh ja. Die hat komisch gerappelt. Titanitscherbe. Die war normal. Oh, man kann loslassen. Oh, aufpassen, Alter. Hallo da. Welcome to my shop. I'm Morlin. And I sell armor. Oh, sorry, I... Please do have a look at my wares. I could really use... I sell armor, hat gesagt. Das hat sich angehört wie Assalama. I came from the west, from Volgan. Have you been there? It's a lovely place, vibrant with trade. Very competitive, of course. And you have to grease the wheels to get anywhere. But I didn't have the funding for that, so I left home in hopes of striking gold. It's been years since then, and I've made very little headway. I don't even know why I'm still here. Everything's all run down and terrible business, really. A group calling themselves the Blue Sentinels have gained much power in Volgan. You can't even run a shop without their blessing. They claim to be working for the greater good, but it's absolute hogwash. Okay, jetzt bin ich ja noch so blauer. Oh, by the gods, why the hell am I here? Okay. Ja, Entschuldigung. Ja, noch so ein paar Maschinken. Geil. Aber aus Eisen diesmal. Silberadler Drachenschild. Okay, da braucht man ordentlich Power für. Rüstung hat der ein bisschen, ja, okay, cool. Und das war's. Rin. Nee, alles gut. So, und von hier sind wir gekommen, ne? Ja. Dann gehen wir jetzt da unten lang und hoffen, dass wir das Schild von dem finden. Nee, gar nicht. Wir reden jetzt mit der Alten. Wir haben so eine Scherbe. Madame, ich habe eine Scherbe. Ich habe eine Scherbe für dir. Ist das ein Shop? Hier, let me see it. So that I may help you to see light, however faint it might. Jetzt habe ich zwei. Oh Gott, okay, wir brauchen also Scherben, um mehr zu bekommen. Das ist auch nicht mehr so wie früher. Also ich habe jetzt nur den einen Zauber, ja? Ich habe keinen anderen Zauber, ne? Das habe ich richtig gesehen. Das sind Zauber, ja. Okay, ich habe nur den einen. Okay, dann... Weil ich mir auch habe sagen lassen, hier ist es nicht mehr, dass man gegen Wände haut, sondern gegen Wände A drückt. Aber man kann das wohl immer am Boden gut erkennen, ob da was ist. Ich lasse mich mal überraschen. Warum ist das so laut hier? Oh Gott, das sieht nach einem Kampf aus.
Okay. Wir sind eingesperrt. Und wir leuchten. Da geht's nicht lang. Hier geht's irgendwie runter. Da geht's raus. Hier gibt's auch keine Kette mehr daneben, ne? Und einfach einmal gegenhauen, wenn sie sich nicht bewegt. Menschenbild. Alter, das schaffst du doch niemals mit dem Sprung. Will ich da runterkloppen? Nee. Nee, das ist mir noch zu kriminell. Das wird zu kriminell, vergiss es. Oh ja, machst du einen Dicker. Greift er mich an? Der Dicke? Oh oh. Wo ist er hin? Da. Kommt hier, wenn hier das Wasser rauskommt, vielleicht kommt man hier an den Gegenstand. Wow, was kommst du denn her? Alter. Das habe ich weggedrückt. Oh Gott. Bin hier um die Ecke. Oh nein, oh nein. Okay, wir gehen erstmal gucken, bevor ich versuche, den zu umgehen, bekämpfen. Ich glaube, der greift uns nicht an. Da ist ein Leuchtfeuer. Da ist ein Leuchtfeuer. Sehr gut. Ja, können wir den jetzt bekämpfen? Wir spawnen ja hier, ne? Gibt's hier noch was? Glaube nicht. Ah, okay. Ins Wasser kommen findet er nicht lustig. Ja. Der hat uns mal einfach direkt erwischt. Okay. Danke. Na, da liegen ja meine Seelen direkt. Brauche ich mir keine Gedanken machen. Wäre geil, wenn man mit den Zaubern auch irgendwie zielen könnte. Okay, also der darf einen nicht packen. Weil, wenn er einen packt, dann bist du Happy Hippo Snack. Hör mal zu, Freundchen. Das war jetzt aber nicht so nett von dir, ne? Kommt der hier rein? Glaube nicht, oder? Du kannst hier nicht rein, du kannst hier nicht rein. Du bist so fett, du bist so fett. Damit. Sag mal, der gibt jetzt 1000 Seelen, ne? Seele eines stolzen Ritters. Kann man den jetzt farmen? Hier ist ja direkt ein Leuchtfeuer. Ich meine, ist ja jetzt keine Kunst, den zu farmen, oder? Ist der jetzt wieder da? Tatsächlich. Hä? Warte mal, also der hier. Huch. Der gibt jetzt wie viele Seelen?
konnte ich jetzt gar nicht gucken. Auf jeden Fall nicht viel. Der gibt einfach 1000 Seelen. Ich brauche den nur anschießen und da hinten ins Loch gehen. Dann gehst du wieder einen Schritt zurück und dann ist tutti. Lol. Jetzt wieder 1000? Tatsächlich. Dann kann ich mir direkt den Ring holen. Dann brauche ich den ja nur ein paar Mal machen. Dann kann ich mir diesen Katzenring und so holen. Ja, Freunde, ihr wisst, ne? Wir sind jetzt eh bei 45 Minuten. Ich mache das jetzt ein paar Mal und dann sehen wir uns in der nächsten Folge, ne? Hier. Lasst ein bisschen Liebe da, ne? Däumchen hoch, kommentieren, Glocke aktivieren. Und dann sehen wir uns im nächsten Video. Haut rein!